Ist die Luft rein? Darauf habe ich gewartet. Gibt's was Besseres? Ja. Nichts geht über den ersten Bissen. Oh yeah. Hey, spürst du das? Was ist hier los? Hilfe, es kommt! Lauft schon, kleine Beine! Oh, ich hab Angst. Da kommt was. Oh, das war knapp. Wo führt das hin? Keine Ahnung. Oh nein! Und jetzt? Ich weiß nicht. Hat jemand Durst? Ich habe ein leckeres Schlückchen. Zum Wohl. Man sieht sich. Danke. Der Tee sieht gut aus. Der bräuchte ein bisschen Honig. Oder Zucker. Ich brauche eine Menge. Warte mal. Hey, Wednesday. Hier drüben. Hast du einen Löffel zum Umrühren? Hallo. Oh, hier. Er macht's für dich. Hey, seine Haare. Ist das noch hygienisch? Danke. Ich übernehme ab hier. Oh, der ist zu haarig für meinen Geschmack. Ist voll eklig. Ich bin dran. Das Teil ist riesig. Zum Glück habe ich einen riesigen Teebeutel. Perfekt. Jetzt kommt heißes Wasser. Oh yeah, guck dir den Dampf an. Mehr, mehr. Okay, Kanne Nummer 3. Nice, aber noch nicht genug. Ich muss größer denken. Was? Okay, das reicht. So schwer. Warte mal, ich mach's einfach so. Jetzt habe ich viele Tassen Tee. Für jeden eine. Prost, Freunde. Was kommt jetzt? Wartet, ich zuerst. Sieht lecker aus. Aber es fehlt noch Dip. Rein mit dir. Oh yeah, tief eintauchen. Zum Wohl. Sie kaut nicht mal. Ich will auch was. Tada! Der Eimer gehört mir ganz allein. Sieht echt gut aus. Stört's dich, wenn ich mal dippe? Dippen? Ja, ist doch kein Ding. Siehst du? Nur mal dippen. Komm zu Mama. Schön knusprig und saftig. Mehr Soße. Ach ja, hier ist deine Soße. Genug für einen Dip. Boah, kann ich gut zielen. Naja, Soße ist Soße, oder? Auf mich. Köstlich. Das ist so lustig. Jetzt bin ich dran. Oder auch nicht. Guckt mal. Hast du gar nichts bekommen? Was ist das da? Unmöglich. Also das ist mal eine Hähnchenkeule. So groß wie 10 von denen. Ketchup-Zeit. Gut, dass die Flasche voll ist. Ich muss alles bedecken. Es kann losgehen. So gut. Oh yeah. Wow. Doppelt wow. Ein bisschen ist runter. Lässt uns was übrig? Nur einen Happen. Ich rieche Torte. Die sieht köstlich aus. Und sie gehört mir, ihr ganz allein. Nein! Es geht abwärts! Mayday! Mayday! Oh! Voll ins Gesicht! Oh! Was soll der Lärm? Das ist voll peinlich! Eigentlich isst man die doch, oder? Das hatte ich auch vor. Probierst du einen neuen Look? Jetzt reicht's! Was? Ist gerade passiert. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Wird bestimmt lustig. Hallo, Freunde.
Das ist alles deine Schuld. Nimm das. Hör auf damit. Stopp. Mehr hast du nicht drauf? Stopp. Ihr seid voll nervig. Sorry. Er hat angefangen. Ah, das brauche ich. Was ist das? Keine Hände. Machst du Witze? Das ist nicht gerade fair. Du auch. Na los. Und was jetzt? Das ist eure erste Challenge. Das wird schwer. Bringen wir es hinter uns. Ich mach's mit dem Mund. Bereit? Kann losgehen. Ich lasse mir Zeit. Ich will's perfekt machen. Das werden die Schnurrhaare. Läuft ganz gut. Cool, dass ich so talentiert bin. Jetzt kommt noch die Schleife. Oh, wie hübsch. Ich bin echt zufrieden damit. Okay, ich bin dran. Wenn er das kann, kann ich das auch. Ich fange mit dem Umriss an. Dann kommen die Details. Schön langsam. Eine falsche Bewegung und es ist vorbei. Ich muss gewinnen. Das Karnickel darf nicht siegen. Stell dir das mal vor. Wie demütigend das wäre. Wie läuft's bei ihr? Wow, wird Zeit für Farbe. Ich nehme Rot für die Schleife. Das wird schön bunt. Muss nur innerhalb der Linien bleiben. Das wird ein Kunstwerk, ein Meisterwerk. Das weiß ich. Jetzt zum kniffligen Teil. Puh, gleich geschafft. Ich kann's kaum erwarten, mein zu zeigen. Wow, wie selbstsicher er ist. Wird Zeit für einen Denkzettel. Ich mache den besten Pfannkuchen aller Zeiten. Der wird fantastisch und super toll schmecken. Hier ein bisschen mehr und ich bin fertig. So, das war's. Zu einfach. Ha, guck dir meinen an. Jetzt wird bewertet. Guck dir den an. Ha, bitte. Ist wunderbar. Gut gemacht. Also, wer hat gewonnen? Offensichtlich ich. Oh, so süß. Hast du das gehört? Egal, meiner ist viel besser. Wow, ich bin beeindruckt. Spann uns nicht auf die Folter. Ihr beide gewinnt. Wow, wie cool. Wir finden es gleich raus. Ihr wisst, was zu tun ist. Was? Wie jetzt? Ich glaube nicht. Hilfe, ich bin gefangen. Okay, das ist lustig. Mach mir einen Drachen. Wenn's sein muss. Upsi. Das könnte ein Problem werden. Ist schwer, so zu arbeiten. Aber ich gebe nicht auf. Was er kann, kann ich auch. Wünscht mir Glück. Oh. Wow, sieht gut aus. Oh, das nervt. Muss konzentriert bleiben. Das ist viel zu schwierig. Läuft nicht ganz nach Plan. Das reinste Chaos. Mein magischer Drache. Wow, der ist toll. Kriegst du was Verbranntes? Was meinst du? Nein, mein Pfannkuchen. Das ist eine Katastrophe. Schätze, ich gewinne diese Runde. Lassen wir euch frei. Puh, was für eine Erleichterung. Jetzt zum Moment der Wahrheit. Ich drehe den Pfannkuchen um. Besser, als ich mir vorgestellt habe. Okay, das ist tragisch. Ich will sie sehen. Hier, guck. Der ist ganz besonders und fantastisch. Was ist mit dir, Pomni? Ich will nicht drüber reden. Immerhin hast du es versucht. Jax gewinnt diese Runde. Wuhu, ich bin der Größte. Oh. Zeit für die nächste Challenge. Guckt euch das an. Ein Schweinchen. Nicht so schnell. Was jetzt? Es gibt noch einen Twist. Ihr müsst das verwenden. Warum überrascht mich das nicht? Das wird lustig. Ich habe eine Idee. Komm schon. Noch ein Stückchen weiter. Hey, lass los. Hör auf damit. Oh, ich will hier arbeiten. Fängt gut an. Ich mache zuerst einen Kreis. Dann kommen die Augen. Das wird die Schnauze. Wow, läuft gut. Jetzt zu den Farben. Natürlich habe ich hier eine pinke Mischung. Perfekt für mein Schweinchen. Ich muss die gerade halten, sonst geht das daneben. Jetzt fülle ich alles bis zum Rand auf. Dann warten und garn lassen. Das reicht schon. Schauen wir mal. So ein hübsches Schweinchen. Schlag das. Soll das ein Witz sein? Schau zu und lerne. Sowas hast du noch nie gesehen. Das ist eine dunkelrosa Pfannkuchenmischung.
Mein Schweinchen soll auffallen. Das macht Spaß. Hat was Entspannendes an sich. Jetzt kommt das leuchtende Pink. Das wird der perfekte Kontrast. Nur noch dieser Abschnitt. Und fertig. Bloß nicht anbrennen lassen. Also Herd runterdrehen. Tada! Das musst du sehen. Du wirst es lieben. Wow, das war schnell. Guck dir den an. Ich bin echt stolz. Was sagst du dazu? Ausgezeichnete Arbeit. Oh, süß. Das ist schwer. Ihr beide gewinnt. Oh, mein Schweinchen ist besser. Danke, danke. Ihr seid zu gütig. Freunde, willkommen zur Room Makeover Challenge. Wir lieben dich. Okay, ist ein bisschen übereifrig. Aber egal, ich habe heute etwas Besonderes für euch. Schaut euch das an. Aber wir brauchen willige Opfer. Ich denke, du wirst es sein. Ich? Wirklich? Und was ist mit dir? Passiert das wirklich? Wow, kannst du das glauben? Das ist so aufregend. Klar, versucht das mal jeden Tag. Egal, hier sind eure goldenen Tickets. Wow, all meine Träume werden wahr. Oh, danke. Eine Sache gibt's noch. Das wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Viel Glück. Wow, das war ja verrückt. Das ist so aufregend. Die Uhr tickt. Beeilt euch. Los geht's. Ich stell das hier hin. Klopf, klopf. Hä? Ist da jemand? Das muss ein Geist gewesen sein. Hey, guck mal da. Das ist ein Pfefferkuchenhaus. Wow, fantastisch. Wir nehmen's mit rein. Was für eine Überraschung. Meinst du, wir können das essen? Das riecht voll gut. Vorsichtig, sonst geht's noch kaputt. Ich kann nicht länger warten. Hey, ich will das. Ich hab's zuerst gesehen. Nein, du hast es kaputt gemacht. Da liegt ein goldenes Ticket. Wow, unglaublich. Muss das so leuchten? Wo sind wir? Das ist voll cool. Und was jetzt? Ihr wisst, wie lange es gedauert hat, das zu bauen. Ihr seid bei der Room Makeover Challenge. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Worauf wartet ihr noch? Wo fangen wir an? Oh, da drüben. Eine Poolnudel. Was kann ich denn mit der machen? Mal nachdenken. Warte. Ja, das ist definitiv eine Wand. Und die riecht nach Schokolade. Geht's dir nicht gut? Hey, verurteile mich nicht. Oh, das ist eine Poolnudel. Kann ich die haben? Nein, die gehört mir. Warte mal, wo kommt dieser Lolli her? Den nehme ich. Also, was hast du vor? Der Lolli hat mich inspiriert. Ich lege die Nudel hier hin. Dann wickle ich Tape drum. Ich klebe das schön fest an. Dabei mache ich eine Spirale. Einfach immer rundherum. Zwischen den Streifen lasse ich eine Lücke. Das mache ich die ganze Nudel entlang. Gleich habe ich das Ende erreicht. So, das war's. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber auf das Ende der Nudel auf. Genau in die Mitte. Jetzt biege ich die Nudel und drücke sie nach unten. So kann ich sie aufrollen. Ist genau, was ich wollte. Ich habe ein Loch in den Schaumstoff gemacht. Und da schiebe ich dieses Rohr rein. Jetzt habe ich einen riesigen Lolli. Okay, der sieht echt gut aus. Warte mal, ich habe auch eine tolle Idee. Guck's dir an. Ich brauche eine der Schalen und meine Klebepistole. Ich trage den Kleber auf den Rand der Schale auf. Ist schwieriger, als ich dachte. Jetzt brauche ich die andere Schüssel. Ich habe ein Loch in den Boden gemacht. Da stecke ich das Rohr durch. Jetzt habe ich auch einen Lolli. Gute Arbeit, Matthew. Lass uns die an die Wand hängen. Hier scheint ein guter Platz zu sein. Wow. Gefällt mir. Ich mach meinen hier hin. Zeigen wir sie Wonka. Was sagst du dazu? Ich bin beeindruckt. Die machen Appetit. Hast du das gehört? Zeit für einen süßen Snack. Warte, ich habe eine bessere Idee. Ich habe großen Appetit. Ich brauche also einen Jumbo-Lolli. Matthew, nein! Oh, ich wollte nur kurz lecken. Coole Moves, Mindy. Wird Zeit für eine neue Challenge. Dann raus damit. Seht her, ein geheimnisvoller Koffer. Was ist da drin? Keiner weiß es. Manche sagen, es sei ein alter Schatz. Dann machen wir den auf. Ich mach das, Mindy. Nein, ich mach das. Nein, ich. Seid ihr immer so? Hey, ich versuche hier dramatisch zu wirken. Nehmt einfach den Koffer. Ich kann's kaum erwarten. Wow, es regnet Süßigkeiten. Das ist fantastisch. Juhu, ich will, dass das nie aufhört. Naja, muss es aber. Guck mal, Mindy. Eine große Rolle Schnur. Was machen wir mit der? Matthew? Ich konnte nicht widerstehen. Ich bereue nichts. Du siehst aber albern aus. Gib das her. Hey, ich habe eine Idee. Machen wir uns an die Arbeit.
Ich binde die Schnur um die Bonbons. Genau so. Ich nehme verschiedene Farben und wechsle die ab. Genau, was ich wollte. Sieht gut aus, stimmt's? Wir können die vors Fenster hängen. Aha. Das wird fantastisch aussehen. Die bringen Farbe ins Zimmer. Und war ganz einfach zu machen. Das ist der letzte. Wow, was für eine coole Idee. Freut mich, dass es dir gefällt. Übertrifft das, Wonka. Du weißt, dass ich nicht mitspiele, oder? Aber das gefällt mir. Ihr überrascht mich immer wieder. Ich amüsiere mich prächtig. Wir hängen nie zusammen ab. Denkst du eigentlich auch, dass wir nur hier sind, um Wonkas Haus for free zu dekorieren? Nö, ich glaube, da gibt's keine Hintergedanken. Guck dir den an. Ich bin mit meinem Bonbon-Aufkleber auch fertig. Wow, sieht echt gut aus. Ich klebe mal einen hier hin. Es gibt noch mehr. Wir gestalten dieses Zimmer komplett um. Was für ein Unterschied. Als ob wir im Süßwarenladen leben. Kannst du dir das vorstellen? Hey Mindy, ich habe eine Idee. Was sagst du dazu? Du kannst meine Gedanken lesen. Worauf warten wir? Wo wollen wir sitzen? Hier gibt's keinen Tisch. Das ist ein Problem. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hey Matthew, guck mal hier. Wir können die Schaumstoffscheibe nehmen. Die wird ein toller Tisch. Das bedeutet aber Arbeit. Warte mal, diese coole Spritzpistole wird helfen. Ich habe mich noch nie so mächtig gefühlt. Bereit, Mindy? Ich wurde bereit geboren. Los geht's. Ich spritze den expandierenden Schaum auf die Scheibe. Ich will die abdecken. Dazu muss ich nur hin und her sprühen. Der Schaum macht die ganze Arbeit. Das geht schnell und einfach. Wie läuft's bei dir, Mindy? Ich gebe dem Schaumstoff einen neuen Anstrich. Und zwar ein helles Rosa. Diese Styroporkugel male ich blau an. Ich will keine Stelle auslassen. Alles soll schön gleichmäßig werden. Das hat was Entspannendes an sich. Oh, der expandierende Schaum braucht auch Farbe. Der bekommt die gleiche Farbe wie die Tischplatte. Sieht aus wie ein rosa Makaron und ist perfekt für den Snack zwischendurch. Wow, genau, was wir gebraucht haben. Das haben wir uns verdient. Ja, auf jeden Fall. Wie gefällt dir das Zimmer? Besser, als ich es mir vorgestellt habe. Und das haben wir ganz allein geschafft. Ich glaube, wir haben alles. Und wir sind rechtzeitig fertig geworden. Puh, war aber knapp. Guck mal, Matthew. So sieht man sich wieder. Mir gefällt, was ihr aus dem Zimmer gemacht habt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Schick, stylisch und voller Zucker. Der Tisch ist eine schöne Idee. Die Farbgebung ist perfekt. Und die Wandkunst, ihr wisst, was mir gefällt. Wow, schaut euch diese Lutsche an. Bonbon-Vorhänge, das ist genial. Ihr habt tolle Arbeit geleistet. Der ist für euch. Endlich, lass uns den aufmachen. Wie cool, der ist voll mit Süßigkeiten. All unsere Lieblingssorten sind dabei. Vielen Dank. Du bist ein echter Süßigkeitenkünstler. Schätze, das bin ich. Aber ihr seid auch begabt. Würdet ihr euch noch um mein Badezimmer kümmern? Hä? Mmh, leckere Pfannkuchen. Das ist der letzte. Hier sind die bunten Streusel und der Zuckerguss. Oh yeah. So muss das sein. Essen nach meinem Geschmack. Das war's. Oh oh, der kippt gleich um. Oh, no. Nein. Nein. Ah! Er fällt um. Was? Was ist passiert? Das ist eure Schuld. Was zur? Wo sind wir? Ich hab Angst. Lasst uns Spaß haben. Was geht hier vor? Wo ist Jax? Nicht so wichtig. Das ist deine erste Challenge. Popcorn. Aber du musst Ofenhandschuhe anziehen. Dann wird's kniffliger. Aber ich probier's. Los geht's. Ich fühle mich voll kreativ. Was ist hier los? Ein guter Anfang. Das denkst du. Hey, warum hast du das gemacht? Hör auf damit. Niemals. Ich stifte Unruhe. Kitzel, kitzel. Ha, 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 tschu. Und jetzt der Kleiderwechsel. Das checkt sie nie. Warte mal. Das war nicht sehr nett. Die brauche ich. Und jetzt wende ich den Pfannkuchen. Mal sehen, wie der geworden ist. Nein, der ist schrecklich. Das ist deine Schuld. Du hast meinen Pfannkuchen ruiniert. Genau, wie ich es geplant habe. Ich probiere es nochmal. Ich fange mit der Schachtel an. Zuerst der Umriss. Sieht gut aus. Ich teile die in Abschnitte. Dann fülle ich sie aus. Zuerst kommt weiße Mischung und dann rote. Mmh, riecht gut. Weiter geht's mit dem Popcorn. Ich mache ein welliges Muster. Genau so. Muss konzentriert bleiben.
Jetzt darf nichts schief gehen. Mit Gelb male ich das Popcorn aus. Einfach über das Wellenmuster verteilen. Muss mich beeilen. Der schlägt schon Blasen. Das war's schon. Schauen wir mal. Wow, guck dir den an. Der ist perfekt. Ich will ihn sehen. Oh, na klar. Was sagst du dazu? Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Das hast du toll gemacht. Du hast gewonnen. Juhu, ich bin überglücklich. Hallo? Ihr seid meine Besties. Lasst uns eine Teeparty machen. Hey! Was? Die Pfannkuchen-Challenge? Oh, mach mir eine Puppe. Komm sofort. Ich muss nachdenken. Sie muss fabelhaft aussehen. Ich fange mit einem Hut an. Ist immer ein gutes Accessoire. Dann weiter zu den Haaren. Dieses Pfannkuchen-Girl wird stylisch. Sie könnte Model werden. Guck dir diese Ohrringe an. Ich bin neidisch. Sie bekommt das hübscheste Kleid. Wow, läuft echt gut. Ich fühle mich wie ein Künstler. Nein, eher wie ein Designer. Was jetzt? Ah, die Haare. Ich gebe ihr lange, wallende Locken. Und jetzt etwas Farbe. Zuerst kommt weiße Pfannkuchenmischung. Ich mache Punkte aufs Kleid. Das wird hübsch aussehen. Weiter geht's. Das Pink nehme ich auch für ihre Lippen. Jetzt male ich den Hut aus. Mh, gefällt mir. Die perfekte Farbe fürs Haar. Als ob sie gerade im Salon sitzt. Sie wird fantastisch aussehen. Das Haar ist fertig. Jetzt garn lassen und dann vorsichtig umdrehen. Der soll nicht zerbrechen. Ui, Vorsicht! Was zum? Hey, pass doch auf! Ups, sorry! Zeig mir deinen Pfannkuchen. Tada! Hm, gefällt mir nicht. Oh, doch, ich liebe ihn. Das hast du wirklich toll gemacht. Ich bin überglücklich. Jetzt zu meinem Zaubertrick. Wähle eine Karte. Ich weiß nicht. Gut, ich wähle eine. Die hier. Oh, ich mag das nicht. Warte, ich dachte, ich muss ins Gefängnis. Lass mal sehen. Soll ich die anlegen? Yep, das sollst du. Gut, ich mach's. Und jetzt? Zeichne ein Selbstporträt. Okay, das kann ich. Als würde ich in den Spiegel gucken. Ich fange mit meinen Augen an. Ist nicht ganz einfach mit Handschellen. Aber ich gebe mein Bestes. Läuft ganz gut. Aber ich darf nicht nachlassen. Muss weitermachen. Das werden meine Haare. Hoffe, es wird kein Bad Hair Day. Jetzt male ich meine Augen aus. Ich mache ein bisschen Blau rein. Die anderen Dreiecke werden rot. Diese Handschellen erschweren präzises Arbeiten. Das muss reichen. Wow, sieht wie mein Zwillingsbruder aus. Wo ist der Pfannkuchen? Überraschung, direkt vor deiner Nase. Wow, sehr gut. Wäre schade, den zu essen. Das ist ein Kunstwerk. Ich glaube, ich behalte den. Der ist einfach zu gut. Ich muss nur die Schokolade schmelzen. Oh, Schokolade, bekommen wir welche? Nein, ihr bekommt jetzt keine Schokolade. Bin gleich wieder da. Oh, sie ist weg, das ist unsere Chance. Schokolade, Schokolade. Fang du zuerst an. Hä? Ich versteh's nicht. Was soll ich denn mit diesen Chilischoten? Oh, Mann, schon das Berühren ist scharf. Mal sehen, was ich hab. Wow, das gibt's doch nicht. Ein Stapel Schokoriegel. Ich freue mich schon riesig, die zu essen. Ja, es gibt kein Zurück mehr. Oh, hey. Hm, die ist eigentlich ziemlich gut. Oh, oh. Oh, die Schärfe setzt ein. Scharf, zu scharf. Hilfe! Das reicht nicht. Ich brauche noch was anderes. Das brennt immer noch.
Ich weiß nicht, was ich machen soll, Madison. Warte, wir haben eine Schüssel. Okay, hier ist sie. Erst drauf und dann drehen. Nutze deinen Feueratem, um die Schokolade zu schmelzen. Ah, das ist schon viel besser. Und schau, ich habe Streusel und Marshmallows. Ah, du hast immer was dabei, was? Ich bin aber super froh drüber. Hier ist ein Strohhalm für dich. Hm, Zeit, ein bisschen geschmolzene Schokolade zu trinken. Irgendwas stimmt nicht mit meinem Strohhalm. Mit meinem auch. Oh, okay, das ist komisch. Schere, Stein, Papier. Ja, ich habe gewonnen. Oh, Wahnsinn, Schokoladendiamantringe. Einer für jede Hand. Die sind so cool. Und die riechen auch so gut. Zeit für meinen ersten Bissen. Hm, das ist so gut. Boah, das ist so toll. Hey, da passiert was. Wow, das gibt's doch gar nicht. Der gibt noch mehr Schokolade. Ah, wow, das ist der beste Ring. Ah, ich hoffe, ich habe auch sowas Cooles. Oh, mein Gott. Ist mein Ring auch essbar? Ha, scheinbar nicht. Vielleicht passiert ja was, wenn ich ihn aufstecke. Wow. Oh, das ist so schön. Wow. Ich glaube, das ist ein Powerring. Los, Ringpower. Blasen? Also, das ist irgendwie enttäuschend. Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich die Seifenblasen. Okay, ich fange an. Warte, was denn das? Ach Mann, du hast mich ausgetrickst. Aber sieht so aus, als hättest du eine Cola. Nicht schlecht, ich kann eine Limo vertragen. Oh, schön durstlöschend. Okay, jetzt bin ich wohl dran. Oh, ich habe auch eine Cola. Aber das ist eine Schokoladen-Cola. Hm, boah, die ist so gut. Hey, ich glaube, da ist was drin. Süßigkeiten. Oh, die ist voll mit Süßigkeiten. Eine Schokoflasche voller Süßigkeiten. Das ist toll. Oh Mann, jetzt bin ich von meiner enttäuscht. Bekomme ich was? Nee. Das sind meine. Was? Echt jetzt? Oh, so ein Mist. Ah, jetzt fühle ich mich schlecht, weil er sich schlecht fühlt. Das sollte das Problem lösen. Hey, sieht aus, als solltest du dich vorbereiten. Wow, festhalten. Was da wohl passiert ist? Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich auch eine Schoko-Cola-Flasche. Oh, danke, Madison. Cheers. Wow, Schokoladenbrunnen. Oh, die sind so niedlich. Unsere eigenen Brunnen. Warum fängst du nicht an, Brian? Hä? Was zum Geier ist das denn? Warum habe ich denn einen Teller mit Rosenkohl? Boah, die riechen nicht gut. Mann, das schmeckt noch schlechter. Oh, ja, das ist ein harter Brocken. Oh, Gott sei Dank, dass ich das nicht habe. Ich habe runde, bunte Bonbons. Ich wette, das sind Kaugummis. Oh, ich hatte recht. Schau dir diese Blase an. Ach ja. Ich habe ja ganz die Schokolade vergessen. Zeit zum Kombinieren. Jetzt noch ein paar Schokogummibälle machen. Genau das will ich jetzt. Warte. Ich habe noch eine bessere Idee. Kaugummi, Schokolade und Streusel. Das ist doch mal eine gelungene Kombination. Wow, hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Oh, so cool. Na, ich könnte dich ja auch mal probieren. Mit Schokolade schmeckst du bestimmt viel besser. Okay, mal sehen, wie das schmeckt. Okay, das ist, boah, das ist, nicht gut. Was soll ich machen, um zu helfen? Oh, ich weiß. Ein Glas Schokolade. Schokolade macht alles besser. Okay, hier, nimm einen Drink.
Oh, viel besser. Die Schokolade hat wirklich geholfen. Nach dem Madison. Ja, Pringles. Mein Favorit. Die sind auch schön frisch. Zeit für Schokolade. Ja, das ist perfekt. Ich leg das mal auf den Stapel. Oh, die sind so schön. Jetzt wird reingehauen. Oh ja, und die schmecken genauso gut, wie sie aussehen. Na, sieht gut aus. Mal sehen, was ich hab. Ha, ich glaube, das ist ein Kuchen. Vielleicht? Wie komme ich denn am besten an die Schokolade ran? Frustrierend. Oh nein, schon alle. Na, da sind doch bestimmt noch Krümel in der Dose. Oh, Mann, die geht aufs Ganze. Oh, ich sollte diesen Moment festhalten. Ja, perfekt. Jetzt habe ich diesen kleinen Ausschnitt von ihr. Was zur Hölle, Brian? Wo hast du das denn her? Warte, ich bin noch nicht fertig. Schau dir das an. Und jetzt kommt die Schokolade. Na, ich darf die Streusel nicht vergessen. Viele Streusel. Und jetzt die große Enthüllung. Ha, das hat genauso geklappt, wie ich wollte. Wow, beeindruckend. Ich sehe irgendwie toll aus. Auf der Torte. Hier, wie wär's mit einem Stück? Oh, das ist so gut. Ich liebe es. Ja, das ist wirklich toll geworden. Ha, ich hab dich im Daumenkrieg besiegt. Ich darf beim letzten Mal als Erste ran. Schokoladeneier. Schön, ich hoffe, ich habe auch sowas Gutes. Oh, ja, ich habe auch Eier. Aber das sind echte Eier. Ich bin unsicher, was ich damit machen soll. Ja, das ist echt schade für dich. Ich mache noch mehr Schokolade auf meine Schokoladeneier. Du kannst nie genug Schokolade haben. Yes, wie im Schokoladenhimmel. Ja, das sieht wirklich toll aus. Aber vielleicht ist es gar kein hartgekochtes Ei. Oh, nee, das ist definitiv eins. Ich habe eine raffinierte Idee. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ich hab's. Und nun zu meinem Plan. Ich brauche frische Schokolade auf diesem Ei. Ja, schön beschichtet. Okay, das ist gut genug. Hey, Madison, schau, ich habe das echte Ei mit Schokolade überzogen. Oh, wow, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Wirklich? Ist es das? Okay, ich will das auch mal probieren. Lass uns tauschen. Okay, wenn du wirklich willst. Wow, so viele. Oh, ich kann es kaum erwarten, das zu probieren. Komm schon, Schokolade, beschichte das Ei. Kaum zu glauben, dass sie drauf reingefallen ist. Das schmeckt irgendwie nicht gut. Ich hab dich voll reingelegt. Boah, Brian, du bist sowas von gemein. Ich stehe eher auf die Blauen. Die schmecken alle gleich. Also, was machen wir hier? Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Guck dir diese Fidget-Röhren an, die sind riesig. Das ist voll cool. Mehr bekomme ich nicht? Naja, ich mag's trotzdem. Lexi, guck mal. Ich benutze den als Strohhalm. Ich saug alle Schokodrops auf. Ist das lecker. Okay, ich will mehr. Ich kann nicht aufhören. Kommt, kommt, kommt. Echt cool, wie viele Fidget-Röhren ich habe. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Aber was mache ich mit denen? Ah, ich weiß. Ich fange mit der hier an. Ich bringe die Enden zusammen und lege den über den Kuchen. Dann wechsle ich die Farbe. Ich staple immer mehr. Jetzt setze ich kleinere Röhren in die Mitte. Dann kommen die Süßigkeiten. Hä? Ich bereue nichts. Ach, du Schokodieb. Das machst du immer. Was hast du denn erwartet? Was machst du? Ich muss telefonieren. Ich will alles, was du hast. Und zwar sofort. Ich mache mich besser bereit. Und jetzt warte ich. Oh, da kommt sie. Hey, hier drüben. Hä, was ist hier los? Ich bin verwirrt. Das war's, jetzt lass laufen.
Lexi, was machst du da? Noch ein bisschen. Okay, schalt jetzt ab. Oh yeah, das ist viel besser. Wow, das sieht toll aus. Das war eine gute Leistung. Ein Kuchen mit Schokodrops. Und der gehört mir. Worauf warte ich noch? Ich esse den auf. Wow, das Beste, das ich je hatte. Weich, süß, knusprig, einfach lecker. Bekomme ich was ab? Ich bin großzügig. Wow, ein Schokodrops. Ich frage mich, was jetzt kommt. Hey, das ist alles? Ein Ei? Echt jetzt? Ach, komm schon. Ja, das sind viele Eier. Das Huhn wird erschöpft sein. Ich werde was Leckeres kochen. Guck's dir an. Zuerst trenne ich das Ei. Mit diesem Gadget geht's ganz einfach. Ich gebe das Eigelb in die Pfanne und dann drehe ich den Herd auf. Ich brauche diesen Spieß, den schiebe ich ins Eigelb. Und fertig, ich habe einen Eierlolli. Das war's? Mir egal, das schmeckt gut. Lecker, war genau richtig. Ich habe was Besonderes vor. Dazu muss ich nur diese Eier aufschlagen. Das könnte eine Weile dauern. Eins geschafft und viele kommen noch. Ich beeile mich lieber. Ich bin eine Eierknackmaschine. Ich beeile mich lieber, ich kriege langsam Hunger. 96, 97. Warum bekommt sie immer die guten Sachen? Das ist das Letzte. 100. Die Eier muss ich jetzt verquirlen. Aber das mache ich nicht von Hand. Der erledigt die harte Arbeit. Juhu, guck dir das an. Das ging voll schnell. Es gibt noch mehr zu tun. Ich gieße die Eier ins Backblech. Rein damit. Ich schüttle noch, um sie zu verteilen. Dann kommen die in den Ofen. Perfekt zubereitet. Das kommt jetzt raus. Sieht lecker aus, aber es fehlt noch was. Ich lege Käsescheiben drauf. Dann kommt eine Schicht Ei drauf. Jetzt lege ich Toast drauf. Und dann noch eine Schicht Ei. Weiter geht's. Jetzt streue ich Paprika drüber. Und dann kommt noch mehr Ei. Die nächste Zutat ist Salami. Das rolle ich jetzt auf. Das ist der schwierige Teil. Ich will nicht, dass die Zutaten rausfallen. Das ist ein Ei-Burrito. Ich werde den halbieren. Und aufmachen. Jetzt sieht man die leckeren Schichten. Wow, du bist ein Genie. Ich will den kosten, bitte. Ich wusste, dass du das sagst. Gut, ich schneide dir eine Scheibe ab. Bitteschön. Hoffe, es schmeckt dir. Danke, Lexi. Wart mal. Wieso ist deins größer als meins? Das ist doch ungerecht. Ich bin die Köchin. Schätze, das ist fair. Aber ich bin nicht glücklich damit. Wem mache ich was vor? Ich bin froh, dass ich gratis Essen bekommen habe. Wow, das ist eine Geschmackssensation. Ich wusste, das schmeckt dir. Ist gut? Fantastisch. Man könnte sagen, eitastisch. Das Popcorn ist köstlich. Hä? Wo kommt die Kiste her? Guck, da stecken zwei Gabeln drin. Nehmen wir uns die. Oh, die ist so klein. Guck dir meine an. Warte, was zum... Siehst du das? Das ist ganz schön viel Popcorn. Was? Das ist unfair. Ich mach nicht die Regeln. Alles meins, nur meins. Lecker. Guck dir das an. Naja, ich kann nichts ändern. Ich werde es trotzdem essen. Ich kann nicht aufhören. Ha, deins ist so winzig. Sei nicht so gemein. Nee, nee. So ist das also, hä? Du bist doch nur neidisch. Auf dich? Nein. Oh, oh. Wow, was ist passiert? Wo ist mein Popcorn? Wow, guck dir das an. Was ist hier los? Wen kümmert's? Bereit anzufangen? Mach deins auf. Hä? Es ist weg. Ich bin verwirrt. Wow, das ist ja fantastisch. Das ist eine Spielzeugküche. Gefällt mir. Die ist so süß. Ich brauche eine Pfanne. Aber was soll ich kochen? Ah, ich weiß. Ich brauche eine Schüssel mit Mehl und ein Ei. Dann einen Schluck Wasser. Ich habe leckere Schokolade und ein bisschen Kakaopulver. Jetzt alles mischen. Puh, das ist harte Arbeit. Ich will einen Teig machen. Genau so. Der kann jetzt in die Pfanne. Ich mache die ganz voll. Sieht gut aus. Jetzt stelle ich den Herd an.
Der Ofen ist bereit. Ich stelle die Pfanne rein. Dann lasse ich das backen. Das dürfte nicht lange dauern. Jetzt muss ich warten. Ich will nachgucken. Oh, das tat weh. Denk nicht mal dran. Wir müssen geduldig sein. Okay, das ist lange genug. Ich glaube, es ist fertig. Wow, das riecht gut. Ah, so schokoladig. Ich koste den gleich. Ich weiß, der wird lecker. Mmm, fantastisch. Der würde dir schmecken. Ich dachte, du gibst mir was ab. Na gut. Wo geht der hin? Ich habe meinen eigenen Kuchen. Guck dir den an. Und was machst du damit? Schön, dass du fragst. Guck zu. Ich werde dich gleich umhauen. Ich stecke einen Spieß in den Kuchen. Und dann staple ich den. Genau so. Ich mache mehrere Schichten. Das wird ein Kuchenturm. Ziemlich süß, was? Aber ich bin noch nicht fertig. Ich habe große Pläne. So viel Kuchen. Jetzt Farbe dazu. Sieht wie ein Regenbogen aus. Oh yeah. Schon besser. Der ist herrlich. Du bist genial. Oh, mein Kuchenturm. Nein! Der ist eingestürzt. Kann man doch trotzdem noch essen, oder? Ich denke schon. Ist immer noch Kuchen. Wäre ja eine Schande, den zu verschwenden. Mh, lecker. Wow, der ist fantastisch. Mh. Mal sehen, was wir jetzt haben. Nichts. Ist das ein Witz? Ich mach meins auf. Oh, das sieht interessant aus. Wow. Oh, du hast ein Glück. Ja, ich weiß. Ich bin echt happy. Ich guck mir das genauer an. Wow, guck mal. Was ist das? Das ist Modellierton. Der ist so matschig. Ich mache eine Kugel und leg die hier rein. Dann den Deckel drauf machen. Das wird Spaß. Ich schieb das hier rein und drehe dann den Hebel. Guck, der Ton kommt da raus. Das macht Spaß. Ich fühle mich so kreativ. Ha, guck mal. Das ist so klein. Ich habe das für dich gemacht. Hier, bitteschön. Das ist ein Scherz, oder? Sieht aus wie Kacke. Das kannst du behalten. Was ist los? Ist nicht sehr nett. Aber mehr für mich. Ich habe sogar einen winzigen Löffel. Warte. Hä? Ich habe eine Idee. Ich brauche noch mehr. Ah, Milch. Ich gieße die in den Karton. Was machst du da? Ich erschaffe ein Meisterwerk. Ich brauche noch Schokoaufstrich. Damit macht man nie was falsch. Mit dem Löffel bin ich fertig. Jetzt brauche ich einen Eisstiel. Was machst du nur? Ich muss das einfrieren. Wow, echt schwer. Aber es hat sich gelohnt. Ein riesiges Eis am Stiel. Lecker. Teilst du? Okay. Schätze schon. Juhu! Ich bin zu großzügig. Wir müssen das halbieren. Kein Problem. Ich habe ein Messer. Attacke! Das war cool. So kann man es auch machen. Hat geklappt, oder? War irgendwie eklig. Aber ich beschwere mich nicht. Sieht lecker aus. Ich koste mal. Das ist Schokolade und Eis. Gibt's was Besseres? Das ist echt gut. Meine beste Kreation. So zart. Manchmal überrasche ich mich selbst. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich rieche Schokolade. Oh, das sieht ja gut aus. Wow, ich kann es nicht glauben. Das ist eine Schokokamera. Ich werde eine berühmte Fotografin. Snackzeit. Ich kann nicht widerstehen. Halt still. Autsch, das tat weh. Was sollte das? Du weißt, ich liebe Schokolade. Nein, die Kamera. Wo sind wir? Das ist deine Schuld. Na und? Oh, eine Essens-Challenge. Es wird immer besser. Mal sehen, wer anfängt. Ja, gewonnen. Ich frag mich, was ich hab. Oh, wow. Schokozahnpasta. Das ist ja verrückt. Der Albtraum eines jeden Zahnarztes. Ha, aber ich beschwere mich nicht. Ich mach die auf. Ich will nicht warten. Wow, die riecht gut. Ziemlich cool, was? Darf ich mal riechen? Finde ich gut. Okay, ich probiere die aus. Guck dir das an. Schmeckt toll. Daran könnte ich mich gewöhnen.
Mit der würde ich meine Zähne öfter putzen. Das war's. Wie sehen sie aus? Die fühlen sich schön sauber an. Mir läuft die Spucke zusammen. Ich kann nicht länger warten. Ich habe auch Zahnpasta. Aber das ist die langweilige, normale Zahnpasta. Echt enttäuschend. Immerhin etwas. Die kommt nicht raus. Ich muss fester drücken. Brauchst du Hilfe? Ich habe trainiert. Oh, gib mal her. Ich zeig dir, wie man's macht. Das war doch einfach. Ha. Gib her! Das ist der Dank dafür? Wie undankbar. Oh, pass auf! Oh, du hast mich voll erwischt. Warum hast du das gemacht? Ups, sorry. Oh, minzig. Du siehst lustig aus. Du kannst gut zielen. Kann ich anfangen? Mach schon. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Was? Was ist das? Ist es Essen? Ich koste mal. Git, das ist widerlich. Ich bin verwirrt. Was mache ich damit? Das ist eine Gesichtsmaske. Ich leg sie an. Fühlt sich komisch an. Aber auf eine gute Weise. Ich stecke meinen Teller auf. Mal sehen, was ich hab. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist eine Gesichtsmaskenmaschine. Und wo ist das Essen? Ich kann das nicht essen. Was ist hier los? Ich wollte was Leckeres. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme meine Tafel Schokolade. Ein Versuch ist es wert. Los geht's. Ich breche die Schokolade in die Schüssel. Ich brauche noch mehr. Das müsste reichen. Jetzt zertrümmere ich die. Das ist der lustige Teil. So weit, so gut. Und jetzt brauche ich Wasser. Das reicht. Dann schön vermischen. Das soll eine Schokosoße werden. Mit der Spritze sauge ich die auf. Sieht toll aus. Ich könnte die sofort essen. Aber ich habe größere Pläne. Ich spritze die in die Maschine. Rein damit. Dann einschalten. Und der Zauber passiert. Das funktioniert. Wie aufregend. Ich glaube, sie ist fertig. Wow, das ist echt verrückt. Eine Schoko-Gesichtsmaske. Die ultimative Verwöhn-Session. Meine Haut wird strahlen. Wie läuft's bei dir, Brian? Noch nie besser. Das ist das schöne Leben. Wir brauchten das. Ich habe Hunger. Zum Glück habe ich meine Gesichtsmaske. Lecker. Hey, ich rieche Schokolade. Ich weiß nicht, wovon du redest. Komm schon, teil mit mir. Okay. Hier hast du. Danke, Kumpel. Ist lecker. Das stimmt. Ich bin beeindruckt. Das ist so entspannend. Warte, ich fange an. Was ist das? Das ist Kacke. Wow, was für ein Leckerbissen. Ich brauche Klopapier. Ich will nichts dreckig machen. Ich freue mich drauf. Sieht toll aus. Oh yeah. Was stimmt nicht mit dir? Mir wird schlecht. Da ist was drin. Igitt, noch mehr Kacke. Das ist so widerlich. Oh, ein Handy? Oh, es wird immer schlimmer. Das soll aufhören. Willst du kosten? Das ist echt gut. Hey, Hazel, guck mal, was ich hab. Ich kann das nicht. Das war ein verrückter Traum. Brian, was machst du? Ich esse Mittag. Was isst du da? Entspann dich, das ist nur Kuchen. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ich dachte schon. Dann mache ich meins mal auf. Klopapier? Was? Echt jetzt? Vielleicht heitert dich das auf. Nimm schon. Wenn du drauf bestehst, gib mir eine Sekunde. Ich will mich nicht vollkleckern. Das wird dir schmecken. Rein damit. Ist lecker. Ich hab's ja gesagt. Bedien dich. Du zuerst, Tina. Los geht's. Wow, oh, ist das eine Kakaolawine oder sowas? Och. Mir steht definitiv eine lange Dusche bevor. Matt, du bist dran, Lizzie. Ja, wenn's sein muss.
Oh, das schmierige Zeug ist total warm. Oh, das ist so dick wie Melasse. Das ist noch schlimmer als deins, Tina. Was glaubst du, was es ist? Oh, Schokosoße. Zeit für die Challenge. Schokolade versus echtes Essen. Sollen wir drum spielen, wer anfängt? Ach. Ha, Schere schlägt Papier. Schau dir das an. Oh, ich hatte noch nie ein echtes Mikro. Ist das überhaupt an? Das ist wohl ein Ja. Hallo? 1, 2, 3? Hey, sieh das hier an. Jeder Popstar braucht solche. Ah, gute Idee, Tina. Bereit zum Abrocken? Wow, wo kommen denn all die Bühnenlichter her? Oh, und schaut euch Lizzys Brille an. Verbeugt euch vor der neuen Queen of Pop. Du rockst, Süße. Gib den Leuten, was sie wollen. Genau so macht man das. Du bist echt eine tolle Sängerin. Aber jetzt bin ich dran. Wow. Ja, mein Mikro sieht ein bisschen anders aus. Aber ich kann auch singen. Warum macht denn meines keine Geräusche? Ach, und die Welt wird es nie erfahren. Naja, Schokolade schmeckt immer besser, wenn man traurig ist. Ich wünschte, mein Mikro würde gut schmecken. Ja, ich tausche gerne. Und so sind alle glücklich. Bereit für die nächste Runde? Och, schau nur, wie süß der Kleine ist. Och, so niedlich. Wer ist der süßeste Hund? Ich frage mich, ob ich auch einen habe. Oh, meiner ist echt. Oh, schau dir diese faltige kleine Nase an. So viel Weisheit in diesen Augen. Ich werde dich für immer lieben. Ja, das werde ich. Warte mal. Ich habe das perfekte Outfit für dich. Ein hübsches Kleid für ein hübsches Mädchen. Perfekt. Ist das nicht das Süßeste, was du je gesehen hast? Das ist so cool. Kannst du ein Foto machen? Sag Tschüss. Oh. Die beiden passen perfekt zusammen. Die musst du posten, Tina. Die sehen toll aus. Danke dir. Mein Schokohund ist so langweilig. Ich will auch einen echten haben. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich muss es mir nur richtig wünschen. Komm schon. Du kannst das, mein Kleiner. Du willst doch diesen Knochen, nicht wahr? Bitte, Kleiner, los. Na los, hab ich gesagt. Naja, es war ein Versuch wert. Er braucht nur ein bisschen Hilfe. Weiter. Näher. Ach, was für ein toller Junge du doch bist. Tina, schau, er hat seinen Knochen. Ja, sicher. Naja, wenigstens pinkelt meiner nicht auf den Boden. Hey, die Schokolade ist echt gut. Und zu einem Snack sage ich doch nie nein. Ene, mene, miste? Ja! Ist das eine Art Zaubermaske? Wow! Was ist denn da passiert? Hast du das gehört? Das sind kleine Katzen. Siehst du? Die müssen wir retten. Jetzt! Na, keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ich nutze meine neue Superpower. Ich kann's schon spüren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Lasst uns ein paar Katzen retten. Juhu! Hat sie das echt gerade getan? Tina! Oh, du hast diese kleine Katze gerettet? Was der alles durchmachen musste. Ich habe nur das Richtige getan. Tina,
Jemand zu Hause? Ja, die ist ja total weggetreten. Mensch, Mädel, wach auf. Tina, komm zurück. Ach, das ist ja lächerlich. Ich mache einfach mit meinem weiter. Wow. Boah, die Schokomaske sieht toll aus. Schau doch mal, Tina. Hallo? Tina! Ja, dann gibt's nur eins zu tun. Ja, mit Milchschokolade kann man einfach nichts falsch machen. Vielleicht wird sie der Geruch aufwecken. Tina! Schokolade? Ach, ich hab dich! Willkommen zurück auf der Erde. Du könntest ein bisschen Zucker vertragen, hm? Danke, Liz. Siehst du, Schokolade hilft einfach bei allem. Bist du bereit? Oh, sorry, da muss ich ran. Ja, wie unhöflich. Lizzie, Lizzie, ich bin gleich wieder da, sorry. Ja, dann warte ich eben. Stirb, Zombie. Let's rock party, people. Ach, diese Nagelhaut. Ja. Ah, die ist noch nicht mal mehr irgendwo hier. Ja, genug gewartet. Boah, das ist nicht wirklich, was ich denke, oder? Boah, das war eklig. Und hier? Meine Lieblingsschokolade. Und ich bekomme das? Ich werde Lizzie eine Lektion erteilen. Los geht's. Du solltest schön schmelzen. Mal sehen. Ja, das ist perfekt. Ich schneide hier einfach einen kleinen Schlitz rein. Schnipp, schnapp. Das ist echt geschmolzen. Ich probiere mal ein bisschen. Ja, bevor ich es in etwas, naja, ihr wisst schon, verwandle. Schokolade ist echt vielseitig, hm? Dieser kleine Haufen sollte ausreichen. Das sieht perfekt aus. Ich glaube, Lizzie kommt zurück. Verhalte dich ganz normal. Ja, tut mir echt leid. Mach kein Problem. Lass uns reinschauen. Was? Hat da jemand auf meinen Teller gemacht? Der Trick hat echt funktioniert. Ach, Lizzie. Mein Haufen ist süß, ha? Huh? Du kannst ihn haben. Was ist das denn? Ja, der sagt, wir sollen tauschen. Aber warum würdest du das denn wollen? Tina? Sieht lecker aus, ha? Bon Appetit! Oh, ich glaube, der wird schlecht. Bitte hör auf, das zu essen, Tina. Ich will mein Gesicht da drin vergraben. Oh, du hast sie ja nicht mehr alle, Mädchen. Vielleicht bleibst du jetzt fern von deinem Handy. Du zuerst, Tina. Okidoki. Ein Mini-Eiffelturm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Schokolade ist. Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich muss da mal reinbeißen. Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Oh, sieht auch echt gut aus. Tina, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen. Du benimmst dich ja wie ein wildes Tier. Oh, der ist einfach so cremig und lecker. Ja, dann mache ich ihm eins auch mal auf. Ja, das sieht genauso aus wie das von Tina. Aber ich weiß nicht, ob das Schokolade ist. Aber es sieht toll aus. Ob das wohl gut schmeckt? Oh, das ist ja hart wie Stein. Na, gutes altes Plastik. Was mache ich jetzt damit? Ich wünschte, ich könnte den echten Eiffelturm besuchen. Ach, Thomas, das war doch nicht nötig. Das ist der romantischste Ort der Welt. Ach, deine Lippen sind aber kalt. Ah. Naja, so viel zu meiner Fantasie. Ich frage mich, ob ich es je nach Paris schaffe. Tina? Mann, das Mädchen ist echt alles.
Die Schokolade hier ist bestimmt nicht günstig. Hey, wollen wir? Masken runter. Ich habe Lust auf was Süßes. Okay, große Lust auf alles. Sie schaut nicht her, oder? Geschafft. Hey, hatten die meine Schokolade in der Hand? Diebe! Oh Mann, das war knapp. Und jetzt kommen wir zu unserer Beute. Nicht so schnell. Ihr werdet noch bereuen, was ihr getan habt. Auf geht's. Es ist Schokoladen-Challenge-Zeit. Hä? Warte mal. Ah, ich rieche eine Challenge kommen. Ich zuerst? Nein, ich. Spielen wir drum? Mein Darm ist stark. Tada! Der ist doch nicht echt, oder? Totenköpfe machen mir total Angst. Du bist verrückt. Der ist nicht echt. Oh, Gott sei Dank. Sag mir, dass ich schön bin. Das war nur ein Scherz. Und für mich? Ein Schokoschädel. Der ist ja riesig. Und nur für mich? Mh, so lecker. Was dagegen, wenn ich dich essen müsste? Beiß nicht zu fest. Dann kann ich auch gleich loslegen. Ja, das ist Schokolade, ganz sicher. Gute Schokolade sogar. Darf ich mal abbeißen? Du willst nicht teilen? Jetzt ist mir super langweilig. Die Ähnlichkeit ist unheimlich. Echt schade, dass ich nicht mal probieren darf. Außer, ich habe eine Idee. Hm? Oh Gott. Sie ist tot. Naomi ist tatsächlich tot. Wie lange habe ich nur gegessen? Oh, Naomi. Ha, da war mein Schädel doch noch nützlich. Ach, schmoll nicht. Du weißt, ich werde dich nie verlassen. Okay, wer fängt an? Eine Schokobrille, hä? Huh? So eine habe ich noch nie gesehen. Aber ich finde, die sieht gut aus. Hm, nicht schlecht. Ich kann sie von hier riechen. Und für mich? Ich sehe keine Schokolade. Die ist aber ziemlich cool. Hey, alles sieht ganz anders aus. Hier sieht es aus wie in einer anderen Welt. Das sind meine Hände. Aber wo ist der Korb? Thomas? Was ist bei dir los? Thomas! Hey, schließ mich nicht aus! Komm zurück in die Realität! Das ist alles nicht echt, Kumpel! Oh! Hey! Oh, ich weiß! Was? Die ist eigentlich ziemlich cool! Kein Wunder, dass du sie nicht absetzen wolltest! Hey, was ist das denn? Wow! Ich hab ihn! Hey, gib mir meine Brille zurück! Oh Mann, du hast sie kaputt gemacht. Und deswegen teile ich keine Sachen. Sorry, lass mich mal sehen. Yep, sie ist kaputt. Hier, kannst du wieder haben. Och, wie traurig er jetzt aussieht. Und ich hab nur das hier. Ich teile sie einfach mit ihm. Hungrig? Ich teile gerne. Ich denke, dieser Bruch ist okay. Hm, die ist lecker. Ich zuerst? Fantastisch. Fisch? Ich bin nicht wirklich ein Meeresfrüchte-Fan. Warte mal, das ist gar kein Fisch. Vollmilchschokolade, lecker. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ein echter Fisch, oder? Sieht mir nicht nach Schokolade aus. Diese Runde stinkt gewaltig. Wow, der ist voll schön. Und schau, wie er wächst und sich verändert. Hallo, Thomas. Ich bin der Zaubergoldfisch. Kann ich mir was wünschen? Hm.
Ich habe echt Hunger. Schau dir all diese Süßigkeiten an. Ich wünsche mir, was sie hat. Ja? Dein Wunsch ist mir Befehl. Das ist ja der Hammer. Ich fange mit diesem kleinen Kerl an. Das ist so aufregend. Hallo, süßes Häppchen. Thomas? Wo kommen die denn her? Gib mir das Ding. Du erfüllst Wünsche, hä? Was möchtest du, Naomi? Mehr Fisch natürlich, aber auf meinem Teller. Dein Wunsch ist mir Befehl. Cool, du bist nicht der einzige Glückspilz. Ich könnte Tausende davon essen. Ah. Was? Du hast noch mehr? Ha. Nein, mehr für mich. Nein, für mich. Ich hab genug davon. Tschüss. Hey, gib her. Thomas? Wo ist er hin? Das habe ich nicht erwartet. Hol mich hier raus! Wie ist das Wasser, Thomas? Warum sagst du es mir nicht, Naomi? Die Party kann beginnen. Schau mal, wie glänzend der ist. So einen habe ich noch nie gesehen. Komm schon. Oh, beweg dich. Es ist hoffnungslos. Jetzt bin ich fix und fertig. Okay. Der ist echt, oder? Wow, fantastisch. Wie cool. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Was ich wohl habe. Definitiv kein Gold. Aber ich liebe Schokolade. Das Teil ist ziemlich groß. Riecht auch gut. Gold schmeckt bestimmt nicht so lecker. Aber die wird mich nicht reich machen. So glänzend. Hey! Bekomme ich was ab? Nein, das gehört alles mir. Tauschen wir also? Okay. Ein Deal ist ein Deal. Okay, ich denke, das ist ein fairer Handel. Guten Appetit. Ah, das tat echt weh. Der war mal in meinem Mund. Lecker. Oh nein, meine super coole goldene Jacke. Ich hätte nicht tauschen sollen. Das ist nicht meine Lieblingsrunde. Bist du bereit, das gemeinsam zu tun? Heilige Kartoffel und Schokolade? Man bekommt, was man verdient, oder? Hey, was, wenn ich etwas Bewegung reinbringe? Vielleicht, aber ich konzentriere mich lieber auf meine. Und ein kleiner Tipp wäre nicht schlecht. Zu Schokolade auf Schokolade sage ich nie nein. Oh, so schön schmelzend. Das wird so lecker. Yep, fast fertig. Alles klar bei dir, Thomas? Darf ich mich mit deiner Chipsparty anschließen? Die klassische Kartoffel ist eher mein Ding. Aber für meinen Dip, würziger Käse. Ich darf doch, oder? Oh ja, total cremig. Wirklich köstlich. Wie ist deins, Thomas? Oh je, er ist in seiner eigenen Schokowelt. Wenn ich seine Aufmerksamkeit wecken will, muss es scharf werden. Scharfe Soße passt doch zur Schokolade, oder? Ein paar Tropfen reichen aus. Zeit für einen Doppeldip. So gut. Wird es hier drin wärmer? Oder ist es nur mein Mund? Warte, er braucht wirklich Hilfe. Warte, Rettung ist auf dem Weg. Halt still. Oh, ich glaube, du hast alles erwischt. Vielleicht war das eine schlechte Idee. Sorry deswegen, Bro. Oh, kann dieser Tag noch langweiliger werden? Wow, ist das Schokolade? Cool, na endlich geht's aufwärts. Ich stimme zu. Und jetzt wird gedippt. Gute Idee. Dieser Donut verträgt etwas Schwung.
Wow, wie schön das aussieht. Wahre Perfektion. Der sieht von Sekunde zu Sekunde besser aus. Noch ein bisschen mehr. Nice. Warte, wird's gerade bunter hier drin? Ich würde sagen, ja. Los geht's. Sind in Schokolade getauchte Finger gut? Ich finde schon. Lecker. Ellie? Oh, mein Kopf. Ah, deine Augen. Ah! Entspann dich, die sind aus Gummi. Und ich habe eine Menge davon. Gleich werden sie noch süßer. Verstehst du, was ich meine? Oh ja, gib her. Ich habe was Passendes dafür. Augäpfel am Stiel. Matschig. Als ob die mich anstarren würden. Irgendwie creepy, oder? Wow, nice. Gleich wird's noch besser. Die Schokoaugen kommen. Und die werden richtig gut schmecken. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Fertig, umhüllt von einer perfekten Schokoschicht. Ich will eins. Hier, bitte sehr. Danke. Ich sehe sehr viel Süßes. Und diese klebrige Mitte, köstlich. Deine Augen, die sind ganz blau. Ja, sind die, oder? Ich will auch neue Augen. So schön matschig. Hat sich schon was geändert? Deine Augen sind total rot. Komm, wir essen weiter. Ja, ich will noch eine andere Farbe. Jetzt habe ich Lust auf Grün. Oh, ich habe so Hunger. Dito. Hey, ich habe eine Idee. Bin gespannt. Tada, bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit tun es auch die Gummibärchen. Ich liebe die Grünen. Lecker. Was für eine Weite. Oh, Erdbeeren. Wegen denen bin ich hier. Die sehen echt gut aus. Ellie wird sich richtig freuen. Der hier hat Lust auf Schokolade. Na los, rein da. Ziemlich lecker. Tju, was für ein Trip. Frisches Obst? Oh, ich habe eine Menge. Wow. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich überlege mir was Besonderes. Das sind alle. Was machst du da? Schau's dir an. Nun sind sie geschmolzen, siehst du? Ich habe andere Pläne. Und zwar Obst am Stiel. Sehr schön, darf ich? Dich tauche ich mal schön ins Gelee. Sieht cool aus, oder? Süß und klebrig, genauso mag ich's. Aber es fehlt noch Schokolade. Eine Menge Schokolade, um genau zu sein. Wow, sieht gut aus. Aber warum nur eine, wenn man auch einen ganzen Teller davon haben kann? Eine für dich? Genieß sie. Oh, das werde ich auf jeden Fall. So saftig und lecker. Schau mal diese Schönheiten hier. Ich halte die Spannung nicht mehr aus. Also das ist mal ein guter Snack. Hast du das gehört? Entschuldigung, ihr Erntediebe. Meinen Sie das hier? Die Kinder von heute. Schöner Hut. Guten Tag noch. Naja, wenigstens haben wir Leckereien. Das kannst du laut sagen. Noch eine? Fantastisch. Der Tag zieht sich schon ganz schön hin. Eine Schüssel Eiscreme steht bereit. Oh, warte mal. Das ist meine Chance. Himbeereis. Sie hat genug zum Teilen, also ist das okay. Ist das cremig. Nur noch einen Happen. Sie wird gar nichts bemerken. Obwohl... Ach.
Eis ohne Toppings geht gar nicht. Nix. Oh. Ist hier was drin? Mal nachdenken. Hey. Blaue Streusel. Genau, was ich brauche. Die Schokolade. Natürlich. Und du wirst mir helfen. Dann fangen wir mal an. Jetzt habe ich zwei Springbrunnen. Dann kann's ja losgehen. Ich überziehe dich mit weißer Schokolade. Nice. Und nun zur Milchschokolade. Das sieht voll gut aus. Das sind echt schöne Schichten. So dick wie ein Schokoriegel. Mein Handgelenk wird langsam müde. Phew. Das ist gut. Noch eine Schicht. Und das Teil ist fertig. Ellie wird nicht wütend auf mich sein. Da kommt sie auch schon. Schnell verschwinden. Oh, hey. Hab Streusel gefunden. Aha. Warte mal. Ich verstehe nicht. Das war doch Eiscreme, oder? Echt seltsam. Naja, Schokolade ist Schokolade, oder? Und Streusel passen zu allem. Wow, das ist mal ein Dessert. Ganz schön knackig. Und diese Schichten. Wie cool ist das denn? Das war knapp. Fantastisch. Hast du Lust? Nein, alles deins. Gina! Beachte mich endlich! Hallo! Legst du bitte kurz mal dein Handy weg? Den ganzen lieben Tag textest du nur. Ich erzähl dir gerade eine Geschichte. Oh, du bist echt unhöflich. Oh, Gina? Hey, ich sehe meine SMS gar nicht mehr. Mann! Mein Gott! Ach du meine Güte! Deine Hand! Die hier oder die? Was? Du hast echt einen seltsamen Sinn für Humor. Aber vielleicht kann ich die gebrauchen. Und ein bisschen hiervon. Danke, dass du mir deine Hand reichst. Hoffe, es macht dir nichts aus, sie einzuschmieren. Yes. Was machst du da? Die ist jetzt komplett bedeckt. Und nun ein schönes Eisbad. Und dann haben wir eine Schokoschale. Siehst du, wie hart die geworden ist? Eine große Schokohand. Voll cool. Aber wir sind noch nicht fertig. Die muss ja auch noch was halten. Zum Beispiel Eiscreme. Erdbeereis passt perfekt zur Schokolade. Oh ja, ich bin vorbereitet. Wollen wir? Guten Appetit. Auf die Abschaffung der Handys. Lecker. Oh, warte. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Das wird echt immer besser. Oh, wow. Auf uns. High five. Das war nicht so clever. Hat jemand eine Serviette oder so? Oh nein. Das war's aber wert. Während Gina am Handy spielt, ziehe ich mein eigenes Ding durch. Hallo, mein lieblicher Süßigkeitenvorrat. Was für eine Auswahl. Wow. Hey, du versteckst was vor mir. Oh nein, ich bin verwundet. Mein Finger. Schau nur, was kann ich nur tun? Das ragt aus meinem Finger raus. Bleib ruhig. Dr. Gina ist ja schon da. Dann holen wir diesen Splitter mal raus. Niemals. Keine Bange. Gib mir einfach deine Hand. Schön stillhalten. Hab ihn. Siehst du? Schmerzfrei. Kaum zu glauben. Du hast mich gerettet. Yay. Was kann diese Spritze denn noch so? Finden wir es heraus. Du und ich? Ich, okay. Du kommst mit mir, Schokolade.
Einmal voll machen, aber es geht noch weiter. Wo ist der? Hey! Gefunden! Das ist ein magischer Schokoschlauch. Er muss nur irgendwo hin. Oh, schon verstanden. Leg den in Eiswasser. Okay, wenn du das sagst. Jetzt wird's schön kühl. Perfekt. Und nun drücken wir die raus. Das sieht cool aus. Wie eine klebrige Schokoschlange. Essstäbchen sind schon bereit und los geht's. Die sind wie Schokonudeln. Lecker. Wow, die sind fantastisch. Tolle Idee. Wie gut, dass ich so viel gemacht habe. Wie viele Portionen sind noch übrig? Ich würde sagen 10. Finden wir es heraus. Oh, ist das lecker. Ich könnte noch viel mehr davon essen. Oh ja. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Aufhören. Phew. Der Bauch ist voll. Genau wie deiner. Pieks. Niemand da. Zeit für einen Snack. Ich freue mich drauf. Ich kann nicht. Erwischt. Hä? Bleib einfach cool. Ihr esst alle Snacks? Wie konntet ihr nur? Oh oh. Och, ich wollte das gerade essen. Hallo! Guck da vorne. Wir veranstalten eine Koch-Challenge. Ernsthaft? Ugh. Mir ist so langweilig. Aufgepasst! Das ist eure erste Challenge. Ich möchte etwas Fruchtiges. Das kann ich. Was soll ich machen? Ich brauche meinen treuen Korb. Wir sehen uns gleich wieder. Bin bald zurück. Wo will er hin? Ich brauche hier eine helfende Hand. Passende Beleuchtung. Du hast gerufen. Ich habe hier was für dich. Ein vergifteter Apfel. Oh, warte. Das ist der normale Apfel. Danke, genau den brauche ich. Ich verschwinde wieder im verwunschenen Wald. Los geht's. Zuerst zerstückle ich den Apfel. Die Stücke kommen auf den Spieß. Den tauche ich dann in die Schokolade. Sieht lecker aus. Aber es geht noch weiter. Ich habe hier eine spezielle Schädelform. Die Schokolade müsste jetzt hart sein. Wow, gruselige Praline. Gefällt mir. Aber es geht noch besser. Es fehlt noch Glitzer. Mit dem wird's gehen. Ich streue den über den Schädel. Schon besser. Damit bin ich fertig. Das ist keine gewöhnliche Frucht. Bin wieder da. Schau mal, was ich habe. Also, das ist gruselig. Eine saftige Orange. Die werde ich nehmen. Ich stecke sie auf den Spieß. Das mache ich noch mit anderem Obst. Ich erschaffe eine Obstfigur. Sie nimmt schon Form an. Ich platziere sie auf dem Schüsselrand und gieße Sirup darüber. So wird sie extra knusprig. Dann noch dekorieren. Wow, das ist lustig. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Aha, voll gruselig. Du machst Witze, oder? Füttert mich. Oh, stimmt. Das wird dir gefallen. Endlich, ich hab Hunger. Das ist interessant. Das ist gut, oder? Ich koste einfach mal. Ich hatte nichts Knuspriges erwartet. Egal, weiter geht's. Das ist schon besser. Schokolade. Wie findest du es? Du hast gewonnen. Was? Aber warum? Ich mach mich besser fertig. Legen wir los. Du wartest hier. Mach's gut. Warte mal, wo kommt das denn her? Ich bin nah dran. Ich weiß es. Aha, da drüben. Genau, was ich brauche. Oh, ich brauche Munition. Meine Zähne machen das. Die brauche ich sowieso nicht mehr. Bereit, ziehen und los, los, los. Warte, so war das nicht gedacht. Oh, Ausweichmanöver. Was ist das für ein Lärm? Tja, das lief nicht nach Plan. Autsch, mein Hintern. Von meinen eigenen Zähnen gejagt. Langsam wird's verrückt. Gib mir einen Moment. Was macht er? Okay, ich bin soweit. Du bleibst hier. Was ist das?
Sehr faszinierend. Oh, muss ich dir alles zeigen? Du brauchst die. Na los, nimm schon. Wow, heute ist mein Glückstag. Was würdest du nur ohne mich tun? Dann fange ich mal an. Ich tauche die Waffel in die Schokolade. Ich beschichte den oberen Teil genau so. Jetzt brauche ich eine Kugel Eis. Mmm, sieht lecker aus. Die kommt in die Waffel. Oh, fantastisch. Wenn du Eis magst, wirst du das lieben. Ich würde gern mal lecken. Vielleicht später, ist ja für Meg. Und was machst du? Wirst du gleich sehen. Diese Form lege ich mit Eiscreme-Sandwiches aus. Das wird reichen. Jetzt kommt noch mehr Eis. Ich will sie bedecken. Dann noch eine Schicht Eiscreme-Sandwiches. Und noch mehr Eis. Jetzt fehlt nur noch das Topping. Ich zerbrösel diesen Keks. Du machst mir Angst. Genau, was ich brauche. Das streue ich übers Eis. Für den extra Knusper. Als nächstes kommen Gummiwürmer. Sieht aus wie Erde. Grabsteine müssen sein. Wow, echt fantastisch. Erinnert mich an zu Hause. Das musst du dir ansehen. Ich glaube, ich passe. Oh, ihr seid fertig. Nimm das weg von mir. Reicht es mir rüber? Kein Problem. Ist das ein Friedhof? Ja, ist es. Okay, schätze, ich probiere den mal. Ich habe keine echten Würmer bekommen. Freut mich zu hören. Ich bleib beim Eis. Das ist essbar. Jetzt zu Opas. Hm, gut. Gefällt's dir? Ich liebe es. Opa gewinnt. Oh, mein Rücken. Wenigstens habe ich meine Würmer. Das war eine leckere Challenge. Teile dieses Video gern mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.